Wir haben gestern im ersten Teil schon mal über ein paar grundlegende Ideen und Gedanken zum Airbus A350 gesprochen. Gerade im Vergleich zu Boeing 787, dem anscheinend direkten Konkurrenzmodell von Boeing, hat sich Airbus mit der Entscheidung für eine komplette Neukonstruktion ein paar wirklich beeindruckende große Vorteile für den A350 geholt. Gleichzeitig ist man aber auch einen Kompromiss eingegangen, musste damit gewisse Nachteile in Kauf nehmen. Zum Beispiel war man mit dem A350 schlicht und einfach ziemlich spät dran. Heute fliegt die Maschine aber bereits in allen aktuellen offiziellen Versionen durch die Gegend. Und was da so durch die Gegend fliegt, das schauen wir uns heute mal etwas genauer an. Und damit viel Spaß! Und damit hallo und ganz herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich hoffe, es geht euch gut. Also, die Basis des A350, die liefert Airbus uns mit dem A350-900. Und der ist tatsächlich gar nicht unbedingt wirklich mit der 787-9 zu vergleichen, auch wenn man das gerne mal auf den ersten Blick denken könnte. Der Airbus ist gut 4 Meter länger, ist, was die Spannweite angeht, auch gut 4 Meter breiter. Und wenn man das ganz genau haben will, dann ist der A350 sogar gut 1,5 Meter höher als die Boeing 787-9. Unterm Strich sorgt das ganz einfach dafür, dass der A350-900 im Vergleich zur 787-9 Platz für etwa 30 bis 40 zusätzliche Passagiere hat. Was die Kapazität angeht, ist der A350-900 also durchaus vergleichbar mit der 787-10. Beim Start darf der A350 allerdings, egal ob es jetzt die 787-9 ist oder die 787-10, da darf der Airbus knapp 25 Tonnen schwerer sein. Mit diesem zusätzlichen Gewicht im Vergleich zu Boeing holt Airbus sich die Möglichkeit rein, zusätzliche Passagiere oder eben eine ähnliche Anzahl von Passagieren in diesem Flugzeug zu bewegen, das dann aber über eine größere Reichweite. Etwa 15.000 Kilometer schafft der A350-900 mit voller Beladung. Das sind knapp 900 Kilometer mehr, als mit der 787-9 möglich sind. Und so viel erst einmal zu einem ersten Vergleich zwischen den beliebtesten Varianten der Boeing 787 und des A350. Dabei haben beide Flugzeugtypen aber eine ganz große und auch wirklich wichtige Gemeinsamkeit. Die Flugzeuge machen vor allem durch ihre Effizienz und durch ihr Durchhaltevermögen wirklich interessante Non-Stop-Verbindungen bei verschiedensten Fluggesellschaften möglich. Non-Stop-Verbindungen, die eben genau aus diesem Grund Effizienz vorher nicht unbedingt möglich waren. Beziehungsweise war es vor diesen beiden Flugzeugen mit anderen Flugzeugtypen oft nicht möglich, diese interessanten Non-Stop-Verbindungen zu attraktiven Preisen gewinnbringend fliegen zu können. Eine schon irgendwo vergleichsweise geringe Anzahl an Menschen über eine möglichst weite Distanz zu transportieren mit einem Non-Stop-Flug, genau dafür wurden diese beiden Flugzeuge gebaut. Und das können auch beide Flugzeuge wirklich richtig gut. Qantas beispielsweise lieferte im Jahr 2018 mit der Non-Stop-Verbindung von Perth nach London ein wirklich schönes Beispiel für einen solchen Flug, der vorher einfach so nicht möglich war. Geflogen wird diese gut 14.500 Kilometer lange Route mit einer Boeing 787-9 und das tatsächlich auch ziemlich erfolgreich. Also für solche Non-Stop-Verbindungen, gerade von Australien nach Großbritannien auf der sogenannten Känguru-Route, das sind ziemlich geschichtsträchtige, medienwirksame Ereignisse, wenn es eine Fluggesellschaft schafft, hier gewinnbringend einen Non-Stop-Flug anzubieten. Und Qantas hat in dieser Hinsicht selbstverständlich noch eine ganze Menge vor und forderte bereits im letzten Jahr Airbus und Boeing, die beiden größten Flugzeughersteller der Welt, heraus, ihnen das passende Flugzeug dafür zu liefern. Der europäische Flugzeugbauer steht an dieser Stelle mit dem A350 in der Ultra-Long-Range-Variante, mit dem A350 ULR, ziemlich gut da. Hier könnte man sogar für Qantas die Reichweite nochmal ein kleines Stück weiter erhöhen. Boeing hingegen bewegt sich mit der 787 langsam aber sicher auf eine Grenze zu. Dort kann man mittlerweile wirklich massive Reichweitenerhöhungen nicht mehr anbieten, ohne einen Kompromiss beim Thema Payload eingehen zu müssen. Also letztendlich müssen dann für massive Reichweitenerhöhungen Passagiere oder Fracht, das muss dann am Startflughafen stehen bleiben. Aber genau das möchte Qantas eben nicht. Sie möchten ein Flugzeug haben, das die angegebene Nutzlast, also das Gewicht, was das Flugzeug wirklich tragen kann, dass die Maschine das auch wirklich über die komplette Strecke mitnehmen kann. Da muss man ganz einfach sagen, dass Airbus beim Thema Ultralangstrecke doch etwas besser dasteht und somit ist der A350-900 in seiner Ultra-Long-Range-Variante auch der absolut perfekte Nachfolger für einen Airbus A340-500, also die Ultralangstrecken-Variante des Airbus A340 und es ist eine moderne und wirklich effiziente Alternative zur Boeing 777-200LR. Das zeigt uns an dieser Stelle recht eindrucksvoll, ihr wisst es wahrscheinlich schon, Singapore Airlines, die mit dem A350-900 in dieser ULR-Variante
Variante. Mit diesem Flieger können die jetzt endlich wieder den längsten Flug der Welt anbieten, von Singapur nach New York. Diesen Flug musste man ja im Jahr 2013 mit dem A340-500 aufgrund eines ausbleibenden Gewinns leider beenden. Jetzt mit dem A350 ist es wieder möglich. Nichtsdestotrotz bleibt dieses Thema Ultralangstrecke ein absolutes Nischengeschäft. Daher dürfte die Trauer von Boeing über einen möglichen Auftragsverlust an Airbus doch recht überschaubar sein. Aber nochmal ein paar Infos zu diesem speziellen A350 mit dem Zusatz ULR. Dort hat der europäische Flugzeugbauer es geschafft, mithilfe eines etwas erhöhten maximalen Abfluggewichtes und ein paar aerodynamischen Verbesserungen, beispielsweise an den Winglets des Flugzeuges, dort hat man es geschafft, die Tankkapazität des Fliegers immer weiter zu erhöhen. Und zwar ist man hier von knapp 138.000 Litern Kerosin, maximaler Tankkapazität, auf 165.000 Liter angestiegen. Das geht zwar auch etwas zu Lasten der Frachtkapazität, aber hier hat man sich ganz bewusst für die zusätzliche Reichweite entschieden. So kommt man dann mit dem A350-900 auf fast 18.000 Kilometer. Und das ist eine ganze Menge. Damit ist dieser spezielle A350 auch tatsächlich richtig gut vergleichbar mit dem Flugzeug, den der A350 ablösen sollte. Und zwar mit dem A340-500. Der kommt tatsächlich nicht ganz so weit. Knapp 17.000 Kilometer waren mit diesem Flieger möglich. Allerdings musste der für diese Strecke knapp 220.000 Liter Kerosin tanken. Das sind fast 60.000 Liter mehr. Und zwischen den beiden Erstflügen des A340-500 und des A350-ULR liegen knapp 16 Jahre Unterschied. Und dass diese fast 60.000 Liter Kerosin mehr verbraucht, das ist eben der große Effizienzgewinn, mal in Zahlen, den man in diesen Jahren erreichen konnte. Beim Thema Ultralangstrecke ist heute, aktuell zumindest, tatsächlich niemand so gut aufgestellt wie der A350 in seiner ULR-Variante. Aber ich habe es eben schon einmal kurz erwähnt, es ist und bleibt ein absolutes Nischengeschäft. Das kann noch so medienwirksam sein und da können sich noch so viele Leute drüber unterhalten. Wirklich oft bestellt, wirklich oft gebraucht wird dieses Flugzeug aktuell zumindest nicht wirklich. Singapore Airlines hat die Maschine bestellt, immerhin 7-mal. Spätestens an dieser Stelle ist jedoch ganz gut zu erkennen, was die zusätzlichen Jahre beim Thema Entwicklung und Produktion des A350 im Vergleich zu 787, was die da wirklich gebracht haben. Denn die Leistungswerte, gerade die des A350 in der Ultra-Long-Range-Variante, die liegen schon wirklich deutlich über denen der 787. Ein Vergleich zwischen 787-9 und A350, der wird hier an dieser Stelle langsam aber sicher ziemlich unsinnig. Aber ich habe das gestern schon mal kurz angesprochen. Boeing brachte zu dieser Zeit ja nicht nur eine 787 zur richtigen Zeit, sondern hatte da ja auch schon ein anderes Flugzeug im Programm, und zwar die Boeing 777. Und spätestens mit der nächsten Version des A350 bewegt sich Airbus ganz sicher in das Territorium dieses Flugzeuges, in 777-Territorium. Mithilfe nochmals verstärkter Rolls-Royce-Triebwerke, die stärksten Triebwerke übrigens, die jemals an einem Airbus verwendet wurden, damit baut Airbus jetzt den A350-1000, eine auf 74 Meter verlängerte Variante des Airbus A350, gut erkennbar an den drei Achsen pro Hauptfahrwerk. Ein mit dem ULR vergleichbares, aber etwas kleineres Tanksystem an Bord des A350-1000 ermöglicht eine Reichweite von gut 15.500 Kilometern mit maximal 440 Passagieren an Bord. Das löst selbstverständlich ganz hervorragend den A340-600 ab, vollkommen ohne Probleme. Allerdings bleibt der A350-1000 dann doch noch etwas hinter der Kapazität der etwas größeren 777-9X zurück. Das ist zwar eine überschaubare Kapazitätslücke, allerdings eine entscheidende Kapazitätslücke, wenn es beispielsweise darum geht, mit einem neuen zweistrahligen Flugzeug einen Jumbo abzulösen. Sicherlich auch ein Grund dafür, warum Lufthansa hier die 777 wählte. Und genau das könnte sich jetzt weiter zu einem Grund dafür entwickeln, dass Airbus sich dafür entscheidet, jetzt nochmal ein A350-1100 oder A350-2000 oder wie auch immer das Ding dann heißen soll, dass Airbus sich entscheidet, dieses Ding nochmal zu bauen. Das wäre dann eine auf knapp 77 Meter verlängerte Variante des Airbus A350. Dann möchte man es eventuell noch schaffen mit bis zu 10 Sitzen in einer Reihe, die aber natürlich auch schon je nach Wünschen der Fluggesellschaft bei einem A350-1000 möglich sind. Dann möchte man es doch noch schaffen, auf Kapazität der 777 zu kommen. Ja, allerdings ist dann wohl wirklich Schluss mit dem A350, dann ist die Maschine wirklich ausgereizt und dann ist dieser gestern angesprochene Vorteil im Vergleich zu 787 mit der etwas breiteren Kabine und 9 Sitzen, das ist dann natürlich wieder hinfällig. Bis dahin, bis diese Entscheidung irgendwann mal dann getroffen ist, bis dahin hat Airbus aktuell auf jeden Fall ohne Zweifel das beste moderne Langstreckenflugzeug für lange Langstrecken in einem Kapazitätsbereich von 320 bis 370 Passagieren. Das ist ziemlich sicher, da ist Airbus einfach am besten aufgestellt.
Das brachte dem Flugzeugtypen bis heute fast 900 Bestellungen ein, wobei der A350-900 mit knapp 710 dieser 900 Bestellungen, darunter mittlerweile ja auch schon 3 Stück von der deutschen Flugbereitschaft, der ist damit das beliebteste Modell, mit Abstand natürlich. Mit genau dieser Maschine sind verschiedenste Fluggesellschaften überall auf der Welt in dem eben angesprochenen Kapazitätsbereich auf den wirklich langen Langstrecken garantiert so effizient unterwegs, wie es heute halt eben gerade möglich ist. Gleichzeitig erfreuen sich die Piloten vorne im Cockpit über ein hochmodernes neues Flugzeug, bei dem wieder mal ein bisschen mehr sinnvolle Automatisierung dazugekommen ist und vor allem, und das in einem wirklich großen Unterschied im Vergleich zu Vorgängermodellen, vor allem ist da sehr viel Platz dazugekommen. Für den Kapazitätsbereich leicht darunter und gleichzeitig aber auch leicht darüber liefert Boeing hingegen das bessere Exemplar. Und zwar die Boeing 787 auf der einen Seite und die neue 777X auf der anderen Seite. Dazu muss man aber auch sagen, dass die 777X wirklich ein verdammt teures Flugzeug ist. Die ist nochmal knapp 80 Millionen US-Dollar teurer, zumindest laut Listenpreis, als der A350-1000. Gleichzeitig profitierte Boeing von Anfang an, wie es zu erwarten war, durchaus eine ganze Menge von dem Zeitvorteil, den man mit der Boeing 787 im Vergleich zum A350 hatte. Viele Fluggesellschaften haben die 787 bestellt, weil sie in den Kapazitätsbereich passt, weil sie flexibel einsetzbar ist, aber weil sie halt eben auch früher verfügbar war als der A350 und das deutlich. Insgesamt knapp 1450 Bestellungen konnte Boeing mittlerweile für die verschiedensten Versionen der 787 einsammeln. Zusammenfassend bleibt also zu sagen, Airbus liefert aktuell mit dem A350 ein absolut flexibel einsetzbares, so noch nie dagewesenes, effizientes Flugzeug für einen Kapazitätsbereich genau zwischen Boeing 787 und Boeing 777X. Gleichzeitig ist es auch eine Maschine, die in dem Nischenmarkt, in dem Nischensegment der Ultralangstrecken für Passagiere aktuell zumindest absolut unschlagbar ist. Gerade für Fluggesellschaften, die hier vorher mit dem A340-500 oder mit dem A340-600 unterwegs waren, ist der A350 der absolut perfekte Ersatz. Allerdings waren das auch nicht sonderlich viele Fluggesellschaften, die hier mit den beiden letzten Varianten des A340 unterwegs waren. Bis heute wurden gut 230 der fast 900 bestellten A350 ausgeliefert. Einen Unfall mit Todesopfern gab es glücklicherweise bis heute mit keinem dieser Flugzeuge. Und wenn man hier von Deutschland aus mit dem A350 irgendwann mal fliegen möchte, dann kommt man relativ schnell über die Lufthansa, die nennt mittlerweile 14 dieser Flugzeuge ihr eigen, da kommt man recht schnell an ein solches Exemplar und ansonsten gibt es noch Air China, LATAM, Cathay Pacific, Qatar Airways, Vietnam Airlines oder auch Thai Airways und ich habe da bestimmt noch ein paar Fluggesellschaften vergessen, die bringen mittlerweile alle schon eine A350 mit nach Deutschland. Also da gibt es ziemlich viele Möglichkeiten und schon ziemlich viele gute Strecken, interessante Strecken, die man mit diesem Flugzeugtypen wirklich gut fliegen kann. So viel also erst einmal zu diesem wirklich spannenden Airbus und damit sind wir mit Teil 2 auch schon durch. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen, ich hoffe es waren ein paar interessante Informationen für euch mit dabei. Schaut gerne natürlich, wenn ihr noch nicht gesehen habt, bei Teil 1 vorbei, wo wir, wie am Anfang schon erwähnt, einfach mal grob über die Ideen und Gedanken zu diesem Flugzeug gesprochen haben. Dazu vielleicht noch eine kleine Info, ich habe es gestern schon unter das Video einmal geschrieben und zwar hat mich jemand von euch netterweise darauf hingewiesen, dass ich ja so doof war und das Operating Empty Weight des A350... Nee, Moment, das Operating Empty Weight der 787-9 mit dem wirklichen Leergewicht des A350 verglichen habe. Das war ein bisschen dämlich, der A350 ist nämlich keine 13 Tonnen leichter als die 787-9, sondern wenn man die richtigen Gewichte nimmt, dann knapp 6 Tonnen schwerer. Ist kein Riesenunterschied, ist aber ein Unterschied, den man so hätte sagen sollen. Also das tut mir leid, dass ich da gestern diesen wirklich doofen Fehler gemacht habe. Und dann, ja gut, sehen wir uns hoffentlich morgen bei einem neuen Video wieder. Bis dahin, lasst es euch gut gehen. Ich hoffe, ihr hattet einen entspannten Dienstag und dann, ja, bis morgen. Tschüss.